Hallo, Freunde der Ameisen. Es ist mal wieder Mittwoch und hier bin ich wieder. Diesmal mit Camponotus, Lignipeardus, beziehungsweise Lignipeardar, je nachdem, was man sagen möchte, den Begriff, der weiter verbreitet ist oder den, der grammatisch korrekt ist. Ist aber auch egal, denn um diese Ameisen soll es diese Woche gar nicht gehen. Die haben sich gerade nur draußen versammelt und ich habe gedacht, ich halt einfach mal drauf für mein Intro, denn es geht tatsächlich um das hier. Die erste Ameise dieses Jahr, gefangen vor ungefähr 3 Wochen. Ich leuchte einfach mal, sieht man jetzt etwas schlecht, ist auch nur kurz als Einleitung gedacht. Wir sehen sie gleich noch besser. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich schätze, es ist eine Manica rubida, würde zumindest zur Schwarmzeit passen. Kann aber auch eine Myrmica sein, weil Manicas eigentlich etwas heller sind und größer als dieses Exemplar. Wir schauen gleich einfach mal genauer hin, was es ist und was sonst so diese Woche passiert ist, denn ich habe hier auch erstmal meine Mikroskopkamera ausgepackt und wir schauen einfach mal, was es hier ist für ein Tierchen. Direkt nach dem Intro. Film ab. Ameisen Mittwoch. Und ab dafür mit der Mikroskopkamera. Ameise, verrate mir, was du bist. Ich habe ja erst, als ich sie eingesammelt habe, auf Manica rubida getippt. Könnte aber auch eine Myrmica rubra sein, weil die ziemlich dunkel ist für eine Manica und relativ klein. Und da sehen wir es auch schon. Seht ihr hinten am Thorax? Jetzt ist sie weggelaufen. Diese beiden Dorn hinter diesem, ja, ich sag mal, Schlauch bzw. Knoten der Knotenameisen, da sieht man es wunderbar. Diese beiden Dorn weisen darauf hin, dass das hier tatsächlich eine Myrmica rubra ist. Diese Dornen an der Seite sind bei Manica rubida nämlich nicht vorhanden. Also die unbekannte Knotenameise ist identifiziert. Es ist eine Myrmica. Und eine fleißige, möchte ich sagen. Schaut euch mal diesen Eierberg hier an. Die Myrmicas, die ich damals im Schwarmflug 2017 zusammen mit dem Kollegen Borsigens gefangen habe, die war nicht so fleißig. Die eine frisst regelmäßig ihre Eier auf. Die andere hat, haltet euch fest, eine Larve. Sind aber wohl beide befruchtet, so wie es aussieht. Aber die hier legt doch schon ein ganz anderes Tempo vor. Die ist ja nicht über ein Jahr in dem Reagenzglas, sondern erst seit knapp 3 Wochen und die hat schon einen ganzen ordentlichen Haufen Eier gelegt. Das ist gut. Und ich weiß endlich, mit wem ich es hier zu tun habe. Es ist eine Frau Myrmica. Wunderbar. Ist eh eine Ameisenart, die mir sehr gut gefällt. Auch sehr wehrhaft. Ich möchte nicht von denen gestochen werden. Nicht nochmal passiert ab und zu. Naja. Okay, machen wir gleich erstmal weiter mit den nächsten Themen. Die ist nämlich etwas kamerascheu und hat sich jetzt hier in der Watte verbunkert. Es gab noch andere Sachen diese Woche. Ich halte mich kurz, denn es ist immer noch perfektes Schwarmflugwetter und vielleicht finde ich noch mehr von den guten Tierchen draußen. Dazu sollte ich aber schnellstens dieses Video fertig kriegen und nicht bis 8, 9 Uhr hier sitzen, bis der Schwarmflug vorbei ist. Also direkt weiter, next Thema. Hier sehen wir, wo die Reise mal hingeht mit dieser neuen Myrmica. Das hier ist die Bestandsmyrmica-Kolonie, sag ich einfach mal, wie sie gerade dabei sind, eine kleine Fliege zu erjagen. Die Fliege ist hier noch gut unterwegs, wird aber hier von der guten Arbeiterin fest im Griff gehalten. Die zweite kommt auch schon zur Hilfe dazu. Also heißt es heute Abend wohl bei Myrmica rubra Fliegenschnitzel. Ja, das sieht schlecht aus für die Fliege. Da ist die zweite Ameise direkt mit ihren Stacheln zugange und ja, ich glaube, das war's. Da ist nicht mehr viel Regung bei der Fliege. Bei denen packe ich manchmal schon mal kleinere lebende Tiere rein, weil die Ameisen bzw. die Myrmicas machen da relativ kurzen Prozess mit denen. Das dauert nicht so lange wie eine Camponotus, die sich da erstmal durch die Futtertiere durchbeißen muss. Hier kommt einfach der Stachel und dann ist auch relativ schnell Feierabend. Myrmica hat diese Woche sowieso relativ viele Proteine gekriegt. Das zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Und zwar genau hier. Hier gibt es ein tiefgefrorenes Mikroheimchen. Das ist da extra tiefgefroren reingekommen, weil die Dinger sind etwas größer und da tun die Myrmikas sich doch etwas schwer dran, so große Futtertiere zu erjagen. Auf jeden Fall scheinen die richtig Kohldampf zu haben, wenn ich mir das hier angucke. Das wird hier von ziemlich vielen Arbeiterinnen in die Mangel genommen und schließlich dann wahrscheinlich irgendwann ins Nest transportiert. Ja, Myrmica rubra hat es sich diese Woche wirklich gut gehen lassen. Leider ging es nicht allen Ameisenarten bzw. allen Ameisengattungen so gut wie Myrmica rubra.
Denn hier sehen wir Camponotus Herculeanus. Irgendwas stimmt hier nicht. Das ist nicht die gewohnte Camponotus-Umgebung. Was ist geschehen? Ja, ganz einfach. Das Nest ist mal wieder abgesoffen. Irgendwer kam auf die glorreiche Idee, ein Loch in die Watte zu fressen. Und deshalb hat sich hier hinten eine kleine Pfütze gebildet, wo tatsächlich zwei Arbeiterinnen schon drin verendet sind. Deshalb kontrolliere ich ja auch gerne noch die Reagenzgläser mindestens einmal pro Woche, um sowas zu verhindern. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Ich hoffe, ihr verzeiht mir hier die Wackelaufnahmen. Die habe ich gestern Abend schnell mit dem Handy gemacht, als ich mal eben in das Nest geguckt habe. Also, wenn irgendwie Bild und Ton nicht stimmen, ich hatte auch kein Mikrofon an, ich habe einfach gefilmt, drauf losgequatscht, der Sound war eine Katastrophe. Deshalb muss ich da jetzt wohl mal nachvertonen und ich gebe mir Mühe, dass ich da mit meinem fetten Finger irgendwo hinzeige. Genau, da habe ich, glaube ich, gesagt, dass der Fuß vom Nest dort ab war nach dem Transport. Die ziehen nämlich jetzt in das Money-Nest ein, also das Nest, das ich vor Money habe. Und ich muss dann erstmal notdürftig den Standfuß mit Silikon festkleben. Deshalb liegt dieses eigentlich Standnest noch, habe hier einfach notdürftig eine Lampe draufgeschmissen, damit es den Ameisen möglichst unangenehm wird und die schnell hier ausziehen. Ja, nicht schön, wenn Reagenzglas undicht wird. Aber immerhin habe ich es schräg gelagert, sodass das ganze Wasser im hinteren Teil ist und nicht das komplette Nest überflutet. Also mein Plan, die beiden Camponotus-Kolonien quasi gegeneinander antreten zu lassen, welche sich besser entwickelt, die eine Kolonie in dem Nest vom Money oder die andere Kolonie, die hinterher in ein Nest aus, ja, eigentlich nicht wirklich ein Nest kommt, sondern einfach nur in irgendwelche Kork- und Baumrinden, Schläuche oder wie auch immer man die nennt. Halt Äste ohne Holz, nur Rinde. Mir fällt das Wort gerade nie ein. Auf jeden Fall wird das jetzt wohl vorgezogen. Denn diese Kolonie kann auf keinen Fall im Reagenzglas bleiben und es macht keinen Sinn, die in ein neues Reagenzglas zu verfrachten, wenn die hier eh ein super Nest haben, wo die in 2, 3 Monate rein verfrachtet werden würden. Jetzt heißt es warten, dass die Ameisen mitspielen und ja, ich will nicht zu viel wegnehmen, tun sie nicht, die sitzen heute immer noch da. Also springen wir einfach mal auf eine etwas weniger verwackelte und aufgeregte Notfallaufnahme. Und schauen uns an, was heute mit den Ameisen los ist. Und weiter geht es wieder mit Aufnahmen aus der Gegenwart. Hier sind die. Die Lampe habe ich gerade wieder angemacht. Jetzt sieht man auch mal etwas mehr, weil ich nicht im stockdunkeln und nur künstlichen Licht filme. Stichwort künstliches Licht. Ich komme mal mit der Taschenlampe und leuchte ins Nest. Denn die erste Ameise hat bereits ihren Weg in das Nest gefunden. Nein, es sind, glaube ich, sogar zwei und eine Larve haben sie sogar schon mitgenommen. Sieht man ein wenig schlecht durch diese rote Folie, die möchte ich jetzt aber nur ungern abmachen, weil es dadurch doch signifikant heller wird im Nest und die Ameisen so wahrscheinlich wieder keinen Bock haben, hier einzuziehen. Ich gucke gerade mal, ob ich das irgendwie neu justiert kriege. So. Ja, so sieht man mehr. Nicht direkt anleuchten. So ist es besser. Da sind zwei Ameisen drin und eine Larve. Es geht in die richtige Richtung. Dann hoffen wir einfach mal, dass die anderen Ameisen samt Brut und Königin den Weg in das Nest finden. Ich kann ja nochmal anklopfen. Das hat gerade auch geholfen, dass die anderen beiden sich verzogen haben. Mal schauen, ob jemand zu Hause ist. Na, kommt. Na. Hallo? Merkt ihr überhaupt noch was? Hallo? Ja, das ist eine sehr, sehr ruhige Ameisenart. Camponotus ist ja eh am Anfang immer ein bisschen zurückhaltender. Erst mit wachsender Mann- bzw. Fraustärke ist hier mehr los. Am Anfang gehen die eher Konflikten aus dem Weg und lassen sich auch nur selten aus der Ruhe bringen, erfahrungsgemäß. Auf jeden Fall haben schon die ersten beiden ihren Weg in das Nest gefunden. Ja, theoretisch sind hier noch zwei Arbeiterinnen irgendwo unterwegs, weil hier sehe ich 1, 2, 3, 4 Tiere. Zwei sitzen noch im Nest und gestern waren es tatsächlich 8 Arbeiterinnen. Also die zwei Toten nicht mit dazu gezählt. Also werden die wahrscheinlich noch irgendwo im Nest sitzen. Ich will jetzt aber ungern die Lampe bewegen, um die verdeckten Kammern aufzudecken. Wahrscheinlich sitzen die irgendwo da drunter. Denn am Nest möchte ich jetzt so wenig wie möglich wackeln, damit das ein ruhiger Rückzugsort für die Ameisen wird, dass sie schnell aus diesen ja, überbelichteten Reagenzglas verschwinden, wo ständig irgendwer mit seinen hässlichen Fingern drauf rumklopft. Also, wir drücken Camponotus die Daumen, dass der Umzug bald gelingt und auch nicht zu stressig wird.
Also auch noch mal ein kleiner Tipp an alle Ameisenhalter draußen, wenn ihr irgendwo Reagenzgläser drin habt, seht zu, dass die schräg gelagert sind, dass die Öffnung höher ist als der Wassertank. So lauft ihr nicht Gefahr, dass die ganze Kolonie überschwemmt wird. Das soll es eigentlich auch erst einmal wieder gewesen sein für diese Woche. Ich mache mich jetzt auf die Socken und gucke, ob ich draußen noch ein paar Ameisen finde. Aber nicht bevor ich euch das Thema für nächste Woche gespoilert habe, denn dann schauen wir mal bei, wie heißen sie, den Raptiformica sanguinea vorbei. Denn auch dort gibt es Neuigkeiten. Hier schon mal unkommentiert eine kleine Vorschau. Viel Spaß und bis nächste Woche.